Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von einer uralten Batterie, beleuchteten Tempeln, Isolatoren und Kupferdrähten, einer Geheimwissenschaft, Horus und Hathor, Zickzacklinien und elektrischem Strom. Heute möchte ich einige Fragen aufwerfen und Antworten anbieten, die ganz bestimmt zu Kontroversen führen. Wie erleuchteten die alten Ägypter eigentlich ihre unterirdischen Räume, die tief in den Fels geschlagenen Gräber im Tal der Könige, die Gänge, die Grabkammern in den Pyramiden, die teilweise mit Pyramidentexten vollgepfropft sind? Haben die Künstler vor Jahrtausenden Fackeln oder Kerzen benutzt? Schwerlich, denn dann wären die Wände und Decken nämlich verrußt. Nichts davon ist in den unterirdischen Korridoren festzustellen. Oder wurde das Licht mittels Metallspiegeln in die unterirdischen Räume transportiert, reflektiert? Das ist bei Kammern, die nur ein oder zwei Stockwerke unter dem Boden liegen, ohne weiteres möglich. Das Sonnenlicht in Ägypten ist grell. Man kann es durch mehrere Spiegel auch um die Ecke herum lenken. Problematischer wird dieser Spiegeleffekt allerdings bei verwinkelten Gängen und Kammern, die tief im Erdreich liegen, wie beispielsweise im Tal der Könige. Bei jedem neuen Spiegel verliert das Licht an Helligkeit, insbesondere bei den damals in Ägypten verwendeten Metallspiegeln. Man schätzt, dass bereits nach der dritten, spätestens aber nach der vierten Spiegelung um die Ecke die große Dunkelheit ausbrach. Oder? Ich bin ein Mann mit ketzerischen Gedanken. Kannten die alten Ägypter gar so etwas wie elektrisches Licht? Meinetwegen mit Glühbirnen und Batterien? Tatsächlich gibt es im Altertum Spuren, die auf eine Verwendung von Elektrizität hinweisen. Schon im Jahre 1936 entdeckten Archäologen auf einem Feld bei Bagdad verschiedene Tonkrüge. Die Krüge waren nicht leer, sondern enthielten einen Hohlzylinder aus Kupfer, und dieser Zylinder war am Boden der Tongefäße mit einer Pechschicht fixiert. Ich zeig's Ihnen. Ich habe so einen Zylinder hier. Ist nichts anderes als eine Tonvase. Da drin der eigentliche Zylinder. Oben Pech. In der Achse dieses Zylinders muss man einen Eisenstab, es kann auch anderes Material sein, hineinstuhen und das Ganze oben mit Pech verschließen. Der deutsche Archäologe Wilhelm König erinnerte sich bei diesen Gebilden, die gefunden wurden, an galvanische Elemente, die ganz ähnlich aussahen. So füllte er ein Tongefäß mit Zitronensaft und stellte zwischen den Eisenstab und dem Kupferzylinder sogar eine Potentialdifferenz von 0,5 Volt fest. Ich möchte Ihnen das demonstrieren. Es funktioniert natürlich heute genauso wie vor Jahrtausenden. Passen Sie auf. Hier ist nichts anderes drin als Zitronensaft. Jetzt verbinde ich den Eisenzylinder mit einem Kontakt. Schließlich nehme ich den zweiten Kontakt, den braucht es ja bei Elektrizität, und stecke ihn in die Zitronensäure hinein. Sie erkennen sofort, da wird eine Spannung von 0,5 Volt angezeigt. Die Dinger funktionieren vor Jahrtausenden wie heute. Und die seltsamen Tonkrüge waren demnach nichts anderes als elektrische Batterien. Einige der Krüge stehen heute im Irakischen Museum von Bagdad. Die Tonkrüge gehen auf die Zeit der Parther zurück. Die lebten ein paar Jahrhunderte vor Christus in jenem geografischen Raum. Aber zu Beginn der 80er Jahre sind neuerdings im Irak ähnliche Krüge gefunden worden. Die wiederum gehen sogar auf 2500 vor Christus zurück. Was konnte man damit anfangen? Zum Beispiel kleine Figürchen nach dem galvanischen Prinzip vergolden. Oder, wie allgemein bekannt ist, lassen sich mehrere Batterien zusammenkoppeln und dadurch verstärkt sich die Stromstärke. Meine Frage,
Sind derartige Batterien auch im alten Ägypten zur Anwendung gekommen? Einiges spricht dafür. Denn auf ägyptischen Tempelwänden sind seltsame Tonkrüge dargestellt, die den Batterien aus Bagdad aufs Vertrackte ähneln. Daher kennt man einerseits die ganz gewöhnlichen Tongefäße, die jedermann kennt, aus denen Wasser, Öl oder meinetwegen Wein geflossen ist und die etwa bei Salbungen für Pharaonen und Priester zur Anwendung kamen. Im Gegensatz dazu findet man mehrfach untereinander zusammengekoppelte Krüge, aus denen schwerlich Flüssigkeit geflossen sein kann. Versuchen Sie mal, aus drei miteinander verklebten Wasserkannen gleichzeitig Wasser in ein Gefäß zu gießen. Die ägyptischen Künstler haben diese seltsame Art von gekoppelten Tonkrügen denn auch mit Zickzacklinien versehen. Wollten sie damit Energie in Form von Elektrizität darstellen? Gab es also mindestens zwei Arten von Krügen an den ägyptischen Tempelwänden? Aus den einen floss Flüssigkeit, aber aus den anderen elektrischer Strom? Nun, wo elektrischer Strom ist, da könnten eigentlich Kupferdrähte nicht weit sein. Man fand dünne, isolierte Kupferdrähte in verschiedenen Pharaonengräbern, zum Beispiel bei Tutankhamun im Tal der Könige. Allgemein bekannt ist, dass die Pharaonen auf der Vorderseite ihres Kopfschmucks eine Schlange, nämlich die Kobra, trugen. Mein Instinkt sagt mir, dass damit Gefahr, Macht symbolisiert wurde. Zuckte aus dieser Schlange vielleicht ein elektrischer Schlag? Begann sie plötzlich geheimnisvoll zu leuchten und die Besucher zu erschrecken? Trug der Pharao Batterien auf dem Leib? Waren irgendwelche Energieträger vielleicht im Thron des Pharaos versteckt und blöffte er seine Untertanen durch Elektrizität? Oder bezog er die Elektrizität vielleicht gar aus Sonnenkollektoren, die von der unwissenden Nachwelt als Kopfschmuck oder Kronen dargestellt wurden? Nun, die funktionierenden Batterien sind eine Tatsache. Der Rest ist vorerst noch Spekulation. Wer aber könnte den Völkern zwischen Euphrat und Nil etwas über Elektrizität beigebracht haben? Diodor von Sizilien, das ist ein Geschichtsschreiber, der vor rund 2000 Jahren lebte und Autor einer 40-bändigen Bibliothek ist, schrieb: Einst seien die Götter vom Himmel gestiegen und erst die Götter hätten die Menschen die Künste, den Bergbau, die Anfertigung von Werkzeugen, die Bebauung des Bodens und auch die Gewinnung von Wein gelehrt. Auch die Schrift sei den Menschen von den Göttern beigebracht worden und dieselben Götter seien es gewesen, welche den Menschen die Ordnung der Gestirne, die Harmonie der Natur und auch andere hilfreiche Dinge beigebracht hätten. Haben jene rätselhaften Wesen, die Allmächtigen der Vorzeit, den Menschen nicht nur das Feuer, sondern auch den elektrischen Strom beigebracht? Das Gedankengebäude, das ich hier erstelle, steht noch auf wackeligen Füßen. Wir haben zwar funktionstüchtige Batterien und isolierte Kupferdrähte aus dem Altertum, doch wer mit Elektrizität hantiert, müsste eigentlich auch mit Isolatoren sich befassen. Tatsächlich, derartige Isolatoren gibt es in allen Variationen. Die Ägyptologen nennen sie Jetpfeiler. Nur Wissende durften damit umgehen. Gefunden wurden derartige Pfeiler bereits unter der ältesten Pyramide, jener des Djoser in Saqqara. Diese Jetpfeiler wurden später als Schmuckstücke aufgestellt oder sogar um den Hals getragen. Vermutlich kannte das einfache Volk die Bedeutung dieser Gegenstände nicht mehr. Tempel von Abydos in Zentralägypten. An den Wänden dieses Tempels sind wunderbare Reliefs dargestellt. Unter anderem erkennt man einen Jetpfeiler, der größer ist als die Menschen.
Und oben links im Bild sehen Sie drei dieser Batterien oder Krüge, die zusammengekoppelt sind. Mit Zickzacklinien versehen. Sollen sie Energie symbolisieren? Es kann wohl kaum Wasser gleichzeitig herausgeflossen sein. Und wiederum Jetpfeiler. Jetpfeiler in allen Variationen. Und am Boden dieser Jetpfeiler eindeutig Erdungen, wie wir sie heute nicht besser darstellen könnten. Jetpfeiler findet man an allen Tempeln. Hier in Dendera, ebenfalls in Zentralägypten. Was aber sollen diese Jetpfeiler, diese isolatorenähnlichen Gegenstände eigentlich sein? Haben sie nicht doch tatsächlich mit Elektrizität zu tun? Was ist das, diese Krone der Pharaonen und der Götter? Die Fachleute meinen, es sei die doppelte Krone von Ober- und Unterägypten. Vielleicht war es was ganz anderes, nämlich Elektrizität, Sonnenkollektoren, mit denen sie ihre Macht demonstrierten und ihre Untertanen erschreckten. Die Ägyptologen der Gegenwart sind sich überhaupt nicht einig, was diese Jetpfeiler sein sollen. Verschiedenste Variationen stehen zur Diskussion. Der Jetpfeiler, so hörte ich, sei das Symbol des Gottes Osiris. Wiederum heißt es andererseits, er sei ein Symbol für Beständigkeit, ein Symbol für Ewigkeit. Nein, ein prähistorischer Fetisch. Dann höre ich, der Jetpfeiler sei ein entlaubter Baum. Stimme alles nicht, heißt es in der Literatur. Er sei in Wirklichkeit ein im Kerben versehener Pfahl. Nicht richtig? Ein Fruchtbarkeitszeichen. Oder nur eine Ehrenform. Oder andere sagen, der Jetpfeiler sei ein Palmwedel. Die beiden Autoren Peter Krasser und Reinhard Habeck, welche über die Elektrizität im Altertum ein Buch des Titels »Das Licht der Pharaonen« verfassten, die schlugen vor, hinter dem Jetpfeiler einen simplen Isolator zu sehen, der je nach Größe und verwendetem Material unterschiedlich eingesetzt werden konnte. Tatsächlich fand man in Ägypten kleinere Varianten des Jetpfeilers, an denen noch die Kupferdrähte hingen. Aber es wird noch viel kurioser. Wir sind hier in Dendera. Eigentlich ein moderner Tempel, wenn man sie in geschichtlichen Zeitabläufen betrachtet. Denn Dendera entstand in ptolemäischer Zeit. Was heißt das? 200-300 vor Christus. Aber dieser Tempel steht auf einem alten Fundament. Und das wiederum geht zurück bis in die 6. Dynastie, so grob 2200 vor Christus. Die ganze Anlage ist der Göttin Hathor gewidmet. Hathor, das ist die, die man immer darstellt mit zwei Hörnern auf dem Kopf und einer Scheibe mittendrin. Man nennt es auch ein Kuhgeweih. Die Hathor wiederum ist eng verbunden mit Horus. Horus ist der Falke, der fliegende Gott. Der alte Spruch, das Auge des Horus wacht, erinnert mich an moderne Satelliten, die alles überwachen. Nun, hier im Fundament des alten Tempels fand man geheime Krypten. Schmale Anlagen, gerade 1,10 Meter breit. Man muss durch ein Loch hineinkriechen. Die klassische Archäologie weiß nicht richtig, was man mit diesen unterirdischen Räumen anfangen soll. Denn rechts und links an den Wänden sind einzigartige Reliefsdarstellungen. Darstellungen, die uns heute eher an Technologie erinnern, nämlich an Darstellungen von Glühbirnen, Isolatoren, Batterien und elektrischem Licht. Ich zeige es Ihnen. Kommen Sie mit. Die unterirdische Kammer liegt an der hintersten Wand des Tempels oder, wie Sie hier im Bild sehen, zwei Stockwerke unter dem Boden drin. Die Räume da unten sind nur durch diesen engen Schacht, durch dieses enge Loch betretbar, vergleichbar beinahe einer Hundehütte. Und die eigentliche Kammer, sie ist niedrig, stickig. Sie misst gerade 1,12 Meter in der Breite und 4,60 Meter in der Länge. Aber an den Wänden erkennt man menschliche Gestalten neben blasenförmigen Gegenständen, die tatsächlich Isolatoren zeigen
dann so etwas wie überdimensionale Glühbirnen. Und innerhalb dieser Birnen sieht man Schlangen in Wellenlinien. Diese Wellenlinien wiederum enden in einer Art Lotusblume, die ohne viel Fantasie auch als Fassung der Birne interpretiert werden kann. Schließlich führt etwas wie ein Kabel zu einem Kästchen, auf dem der Luftgott sitzt. Und unmittelbar daneben steht als Zeichen der Kraft ein zweiarmig dargestellter Jetpfeiler. Der wiederum hat Verbindung mit der Schlange. Bemerkenswert ist noch der pavianähnliche Dämon mit den zwei Messern in den Händen, hier am rechten Bildrand. Die Messer könnte man als schützende und abwehrende Macht deuten. Vielleicht wollte man mit den messerbewehrten Pavianen etwas ganz Ähnliches darstellen, wie wir es heute mit dem Totenkopf tun. Nämlich, man symbolisiert Gefahr. Man sagt, Achtung, Lebensgefahr, niemand soll in die Nähe kommen. Die Fachleute tun sich sehr schwer mit diesen unterirdischen Räumen im Fundament des Hathor-Tempels von Dendera. Was soll es sein? In der Fachliteratur spricht man von einem Kultraum, von einer Bibliothek, von Archiven und sogar von Abstellräumen für Kultgegenstände. Ich möchte niemandem an den Karren fahren, aber mir kommt das doch reichlich übertrieben, wenn nicht etwas lächerlich vor. Was sollen denn Archive oder Bibliotheken, meinetwegen auch Abstellräume oder Kulträume, die nur durch ein kleines, schmales Hundeloch begehbar sind? Und weshalb sollen die Wände von Abstellräumen mit fantastischen und einzigartigen Reliefs verziert worden sein? Johann Wolfgang von Goethe meinte einst, der Scharfsinn verlässt geistreiche Männer am wenigsten, wenn sie Unrecht haben. Ich vermute, an den Wänden der Krypta unter Dendera ist eine Geheimwissenschaft dargestellt worden. Eben jene Geheimwissenschaft der Elektrizität, die ursprünglich von den Göttern kam. Und was ist mit diesen birnenförmigen Gegenständen? Könnten sie einst geleuchtet haben? Könnten sie tatsächlich Licht verbreitet haben? Einer hat's probiert. In Wien lebt der Ingenieur Herr Garn. Er ist Elektroingenieur und er hielt sich ganz genau an die optischen Darstellungen, die Sie eben gesehen haben. Nichts ist hinzugefügt worden. Er hat die Darstellung genommen, hat sie modern umgesetzt, mit der Glühbirne, mit der Fassung, mit der Schlange drin und hat ein bisschen Strom hineingeleitet. Und siehe da, es wurde Licht. Das Ganze funktionierte. Die Welt ist voll von diesen seltsamen Dingen, die wir immer nur aus einem Blickwinkel betrachtet haben. Sicherlich aus einem vernünftigen Blickwinkel. Aber es gibt nicht nur der Blickwinkel meiner Freunde aus der Archäologie, denn dazu kommt der Blickwinkel aus der Mythologie, der Blickwinkel aus den Heiligen Schriften, der Blickwinkel aus den rätselhaften Figuren rings um den Globus. Und sehr oft ist in diesen Figuren eine versteckte Technologie dargestellt. Die Menschen haben selbst nicht gewusst, was sie darstellen. Sie sahen etwas bei den Lehrmeistern, bei den Göttern. Sie wollten auch so sein wie jene. Es ist imitiert worden. Hier ein sehr frappierendes Beispiel. Außerhalb von Mexico City liegt Tula und dort auf der obersten Plattform einer Pyramide steinerne Gestalten. Man nennt sie die Atlanten von Tula. Sie werden von heutigen Touristen genauso bestaunt wie vor 1000 Jahren, denn die Atlanten von Tula haben ihr Geheimnis nie preisgegeben. Die Gestalten tragen hohe Hüte, wie sie die Götter rings um den Globus tragen, nur die Menschen nicht. Und dann die steifen Ohren. Verbarg sich dahinter eine Sende- und Empfangsanlage? Die stolzen und abweisenden Gesichter sind mit kalten Brillenaugen dargestellt, die Münder leicht geöffnet.
und schließlich die Kästen auf der Brust. Selbst Blinde könnten fühlen, dass diese Kästen an einer Aufhängung kleben, die über die Schultern läuft. Die Fachwelt machte aus den Kästen Schmetterlingssymbole. Arme, verkehrte Welt, die nach natürlichen Lösungen sucht, wo es doch um missverstandene Technologien geht. Und nicht zu vergessen die Hände, die mit zwei Fäusten seltsame Gegenstände umklammern, gerade so, wie man Waffen am Abzug bereithält. Die Objekte laufen vorne spitz zu, vergleichbar heutigen Schockwaffen, bei denen der Gegner durch eine hohe elektrische Spannung gelähmt wird. Doch für die Zunft der Archäologen handelt es sich dabei um nichts anderes als symbolische Schlüssel. Und auf dem Rücken liegen kreisrunde Scheiben. Auch sie hat man nie verstanden. Man weiß nicht, was sie bedeuten sollen. Außer, dass mitten in den Scheiben drin die Gesichter der Götter prangen, herniederfahrend, von Strahlen umgeben, wie man sie anderswo findet. Und schließlich tragen diese Gestalten auch noch seltsame Schuhe. Mich erinnern sie immer an geschlossene Astronautenstiefel. Auf den Schuhen handliche Zahnräder, die wohl zum Verschluss der Stiefel dienten. Sie lassen sich auch mit plumpen Handschuhen bedienen. Nur der Vollständigkeit halber muss ich erwähnen, dass meine Freunde von der Archäologie daraus Blumen machten. Blumen auf den Schuhen und die Welt ist wieder in Ordnung. Die Legende weiß, Tula sei der Ort gewesen, an dem die niedrigen Götter Kontakt mit den höheren Göttern gehabt hätten. Dabei hätten die niedrigen Götter Blitze aus dem Himmel empfangen. Blitze? Was soll damit gemeint sein? Schließlich aber seien die niedrigen Götter ausgeschickt worden, um die Menschen zu bestrafen. Nun, meine Interpretation über die Statuen von Tula mag ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber wenn ich an die Sendung zurückdenke, die Interpretation über diese Isolatoren im alten Ägypten und über den unterirdischen Raum in Dendera, diese Interpretation von Seiten der Fachleute kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen sein, oder? Dieser Jetpfeiler eindeutig Erdungen, wie wir sie heute nicht besser darstellen könnten. Jetpfeiler findet man an allen Tempeln, hier in Dendera, ebenfalls in Zentralägypten. Was aber sollen diese Jetpfeiler, diese isolatorenähnlichen Gegenstände eigentlich sein? Haben sie nicht doch tatsächlich mit Elektrizität zu tun? Was ist das, diese Krone der Pharaonen und der Götter? Die Fachleute meinen, es sei die doppelte Krone von Ober- und Unterägypten. Vielleicht war es was ganz anderes, nämlich Elektrizität, Sonnenkollektoren, mit denen sie ihre Macht demonstrierten und ihre Untertanen erschreckten. Die Ägyptologen der Gegenwart sind sich überhaupt nicht einig, was diese Jetpfeiler sein sollen. Verschiedenste Variationen stehen zur Diskussion. Der Jetpfeiler, so hörte ich, sei das Symbol des Gottes Osiris. Wiederum heißt es andererseits, er sei ein Symbol für Beständigkeit, ein Symbol für Ewigkeit. Nein, ein prähistorischer Fetisch. Dann höre ich, der Jetpfeiler sei ein entlaubter Baum. Stimme alles nicht, heißt es in der Literatur. Er sei in Wirklichkeit ein im Kerben versehener Pfahl. Nicht richtig? Ein Fruchtbarkeitszeichen oder nur eine Ährenform. Oder andere sagen, der Jetpfeiler sei ein Palmwedel.
Die beiden Autoren Peter Krasser und Reinhard Habeck, welche über die Elektrizität im Altertum ein Buch des Titels Das Licht der Pharaonen verfassten, die schlugen vor, hinter dem Jetpfeiler einen simplen Isolator zu sehen, der je nach Größe und verwendetem Material unterschiedlich eingesetzt werden konnte. Tatsächlich fand man in Ägypten kleinere Varianten des Jetpfeilers, an denen noch die Kupferdrähte hingen. Aber es wird noch viel kurioser. Wir sind hier in Dendera. Eigentlich ein moderner Tempel, wenn man sie in geschichtlichen Zeitabläufen betrachtet. Denn Dendera entstand in ptolemäischer Zeit. Was heißt das? 200-300 vor Christus. Aber dieser Tempel steht auf einem alten Fundament. Und das wiederum geht zurück bis in die 6. Dynastie, so grob 2200 vor Christus. Die ganze Anlage ist der Göttin Hathor gewidmet. Hathor, das ist die, die man immer darstellt mit zwei Hörnern auf dem Kopf und einer Scheibe mittendrin. Man nennt es auch ein Kuhgeweih. Die Hathor wiederum ist eng verbunden mit Horus. Horus ist der Falke, der fliegende Gott. Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von einer uralten Batterie, beleuchteten Tempeln, Isolatoren und Kupferdrähten, einer Geheimwissenschaft, Horus und Hathor, Zickzacklinien und elektrischem Strom. Heute möchte ich einige Fragen aufwerfen und Antworten anbieten, die ganz bestimmt zu Kontroversen führen. Wie erleuchteten die alten Ägypter eigentlich ihre unterirdischen Räume, die tief in den Fels geschlagenen Gräber im Tal der Könige? Die Gänge, die Grabkammern in den Pyramiden, die teilweise mit Pyramidentexten vollgepfropft sind. Haben die Künstler vor Jahrtausenden Fackeln oder Kerzen benutzt? Schwerlich, denn dann wären die Wände und Decken nämlich verrußt. Nichts davon ist in den unterirdischen Korridoren festzustellen. Oder wurde das Licht mittels Metallspiegeln in die unterirdischen Räume transportiert, reflektiert? Das ist bei Kammern, die nur ein oder zwei Stockwerke unter dem Boden liegen, ohne weiteres möglich. Das Sonnenlicht in Ägypten ist grell. Man kann es durch mehrere Spiegel auch um die Ecke herum lenken. Problematischer wird dieser Spiegeleffekt allerdings bei verwinkelten Gängen und Kammern, die tief im Erdreich liegen, wie beispielsweise im Tal der Könige. Bei jedem neuen Spiegel verliert das Licht an Helligkeit, insbesondere bei den damals in Ägypten verwendeten Metallspiegeln. Man schätzt, dass bereits nach der dritten, spätestens aber nach der vierten Spiegelung um die Ecke die große Dunkelheit ausbrach. Oder, ich bin ein Mann mit ketzerischen Gedanken, kannten die alten Ägypter gar so etwas wie elektrisches Licht, meinetwegen mit Glühbirnen und Batterien? Tatsächlich gibt es im Altertum Spuren, die auf eine Verwendung von Elektrizität hinweisen. Schon im Jahre 1936 entdeckten Archäologen auf einem Feld bei Bagdad verschiedene Tonkrüge. Die Krüge waren nicht leer, sondern enthielten einen Heiligen, wie beispielsweise im Tal der Könige. Bei jedem neuen Spiegel verliert das Licht an Helligkeit, insbesondere bei den damals in Ägypten verwendeten Metallspiegeln. Man schätzt, dass bereits nach der dritten, spätestens aber nach der vierten Spiegelung um die Ecke die große Dunkelheit ausbrach. Oder, ich bin ein Mann mit ketzerischen Gedanken, kannten die alten Ägypter gar so etwas wie elektrisches Licht, meinetwegen mit Glühbirnen und Batterien? Tatsächlich
gibt es im Altertum Spuren, die auf eine Verwendung von Elektrizität hinweisen. Schon im Jahre 1936 entdeckten Archäologen auf einem Feld bei Bagdad verschiedene Tonkrüge. Die Krüge waren nicht leer, sondern enthielten einen Hohlzylinder aus Kupfer und dieser Zylinder war am Boden der Tongefäße mit einer Pechschicht fixiert. Ich zeig's Ihnen. Ich habe so einen Zylinder hier. Ist nichts anderes als eine Tonvase. Da drin der eigentliche Zylinder. Oben Pech. In der Achse dieses Zylinders muss man einen Eisenstab, es kann auch anderes Material sein, hineinstuhen und das Ganze oben mit Pech verschließen. Der deutsche Archäologe Wilhelm König erinnerte sich bei diesen Gebilden, die gefunden wurden, an galvanische Elemente, die ganz ähnlich aussahen. So füllte er ein Tongefäß mit Zitronensaft und stellte zwischen den Eisenstab und dem Kupferzylinder sogar eine Potentialdifferenz von 0,5 Volt fest. Ich möchte Ihnen das demonstrieren. Es funktioniert natürlich heute genauso wie vor Jahrtausenden. Passen Sie auf. Hier ist nichts anderes drin als Zitronensaft. Jetzt verbinde ich den Eisenzylinder mit einem Kontakt. Schließlich nehme ich den zweiten Kontakt, den braucht es ja bei Elektrizität, und stecke ihn in die Zitronensäure hinein. Sie erkennen sofort, da wird eine Spannung von 0,5 Volt angezeigt. Die Dinger funktionieren vor Jahrtausenden wie heute. Und die seltsamen Tonkrüge waren demnach nichts anderes als elektrische Batterien. Einige der Krüge stehen heute im irakischen Museum von Bagdad. Die Tonkrüge gehen auf die Zeit der Parther zurück. Die lebten ein paar Jahrhunderte vor Christus in jenem geografischen Raum. Aber zu Beginn der 80er Jahre sind neuerdings im Irak ähnliche Krüge gefunden worden. Die wiederum gehen sogar auf 2500 vor Christus zurück. Was konnte man damit anfangen? Jetpfeiler, diese isolatorenähnlichen Gegenstände eigentlich sein? Haben sie nicht doch tatsächlich mit Elektrizität zu tun? Was ist das, diese Krone der Pharaonen und der Götter? Die Fachleute meinen, es sei die doppelte Krone von Ober- und Unterägypten. Vielleicht war es was ganz anderes, nämlich Elektrizität, Sonnenkollektoren, mit denen sie ihre Macht demonstrierten und ihre Untertanen erschreckten. Die Ägyptologen der Gegenwart sind sich überhaupt nicht einig, was diese Jetpfeiler sein sollen. Verschiedenste Variationen stehen zur Diskussion. Der Jetpfeiler, so hörte ich, sei das Symbol des Gottes Osiris. Wiederum heißt es andererseits, er sei ein Symbol für Beständigkeit, ein Symbol für Ewigkeit. Nein, ein prähistorischer Fetisch. Dann höre ich, der Jetpfeiler sei ein entlaubter Baum. Stimme alles nicht, heißt es in der Literatur. Er sei in Wirklichkeit ein im Kerben versehener Pfahl. Nicht richtig? Ein Fruchtbarkeitszeichen. Oder nur eine Ährenform. Oder andere sagen, der Jetpfeiler sei ein Palmwedel. Die beiden Autoren Peter Krasser und Reinhard Habeck, welche über die Elektrizität im Altertum ein Buch des Titels »Das Licht der Pharaonen« verfassten, die schlugen vor, hinter dem Jetpfeiler einen simplen Isolator zu sehen, der je nach Größe und verwendetem Material unterschiedlich eingesetzt werden konnte. Tatsächlich fand man in Ägypten kleinere Varianten des Jetpfeilers, an denen noch die Kupferdrähte hingen. Aber es wird noch viel kurioser. Wir sind hier in Dendera. Eigentlich ein moderner Tempel, wenn man sie in geschichtlichen Zeitabläufen betrachtet. Denn Dendera entstand in ptolemäischer Zeit. Was heißt das? 200-300 vor Christus. Aber dieser Tempel steht auf einem alten Fundament. Und das wiederum geht zurück bis in die 6. Dynastie, so grob 2200 vor Christus. Die ganze Anlage ist der Göttin Hathor gewidmet. Hathor, das ist die, die man immer darstellt mit zwei Hörnern auf dem Kopf und einer Scheibe mittendrin. Man nennt es auch ein Kuhgeweih. Die Hathor wiederum ist eng verbunden mit Horus. Horus ist der Falke, der fliegende Gott.
Der alte Spruch, das Auge des Horus wacht, erinnert mich an moderne Satelliten, die alles überwachen. Nun, hier im Fundament des alten Tempels fand man geheime Krypten. Schmale Anlagen, gerade 1,10 Meter breit. Man muss durch ein Loch hineinkriechen. Die klassische Archäologie weiß nicht richtig, was man mit diesen unterirdischen Räumen anfangen soll. Denn rechts und links an 12 in der Breite und 4,60 Meter in der Länge. Aber an den Wänden erkennt man menschliche Gestalten neben blasenförmigen Gegenständen, die tatsächlich Isolatoren zeigen, dann so etwas wie überdimensionale Glühbirnen. Und innerhalb dieser Birnen sieht man Schlangen in Wellenlinien. Diese Wellenlinien wiederum enden in einer Art Lotusblume, die ohne viel Fantasie auch als Fassung der Birne interpretiert werden kann. Schließlich führt etwas wie ein Kabel zu einem Kästchen, auf dem der Luftgott sitzt. Und unmittelbar daneben steht als Zeichen der Kraft ein zweiarmig dargestellter Jetpfeiler. Der wiederum hat Verbindung mit der Schlange. Bemerkenswert ist noch der pavianähnliche Dämon mit den zwei Messern in den Händen hier am rechten Bildrand. Die Messer könnte man als schützende und abwehrende Macht deuten. Vielleicht wollte man mit den messerbewehrten Pavianen etwas ganz Ähnliches darstellen, wie wir es heute mit dem Totenkopf tun. Nämlich, man symbolisiert Gefahr. Man sagt, Achtung, Lebensgefahr, niemand soll in die Nähe kommen. Die Fachleute tun sich sehr schwer mit diesen unterirdischen Räumen im Fundament des Hathor-Tempels von Dendera. Was soll es sein? In der Fachliteratur spricht man von einem Kultraum, von einer Bibliothek, von Archiven und sogar von Abstellräumen für Kultgegenstände. Ich möchte niemandem an den Karren fahren, aber mir kommt das doch reichlich übertrieben, wenn nicht etwas lächerlich vor. Was sollen denn Archive oder Bibliotheken, meinetwegen auch Abstellräume oder Kulträume, die nur durch ein kleines, schmales Hundeloch begehbar sind? Und weshalb sollen die Wände von Abstellräumen mit fantastischen und einzigartigen Reliefs verziert worden sein? Johann Wolfgang von Goethe meinte einst, der Scharfsinn verlässt geistreiche Männer am wenigsten, wenn sie Unrecht haben. Ich vermute, an den Wänden der Krypta und der Dendera ist eine Geheimwissenschaft dargestellt worden. Eben jene Geheimwissenschaft der Elektrizität, die ursprünglich von den Göttern kam. Und was ist mit diesen birnenförmigen Gegenständen? Könnten sie einst geleuchtet haben? Könnten sie tatsächlich Licht verbreitet haben? Einer hat's probiert. In Wien lebt der Ingenieur Herr Garn, Gottes Osiris. Wiederum heißt es andererseits, er sei ein Symbol für Beständigkeit, ein Symbol für Ewigkeit. Nein, ein prähistorischer Fetisch. Dann höre ich, der Jetpfeiler sei ein entlaubter Baum. Stimme alles nicht, heißt es in der Literatur. Er sei in Wirklichkeit ein im Kerben versehener Pfahl. Nicht richtig? Ein Fruchtbarkeitszeichen. Oder nur eine Ährenform. Oder andere sagen, der Jetpfeiler sei ein Palmwedel. Die beiden Autoren Peter Krasser und Reinhard Habeck, welche über die Elektrizität im Altertum ein Buch des Titels Das Licht der Pharaonen verfassten, die schlugen vor, hinter dem Jetpfeiler einen simplen Isolator zu sehen, der je nach Größe und verwendetem Material unterschiedlich eingesetzt werden konnte. Tatsächlich fand man in Ägypten kleinere Varianten des Jetpfeilers, an denen noch die Kupferdrähte hingen. Aber es wird noch viel kurioser. Wir sind hier in Dendera. Eigentlich ein moderner Tempel, wenn man sie in geschichtlichen Zeitabläufen betrachtet. Denn Dendera entstand in ptolemäischer Zeit. Was heißt das? 200-300 vor Christus. Aber dieser Tempel steht auf einem alten Fundament. Und das wiederum geht zurück bis in die 6. Dynastie, so grob 2200 vor Christus. Die ganze Anlage
ist der Göttin Hathor gewidmet. Hathor, das ist die, die man immer darstellt mit zwei Hörnern auf dem Kopf und einer Scheibe mittendrin. Man nennt es auch ein Kuhgeweih. Die Hathor wiederum ist eng verbunden mit Horus. Horus ist der Falke, der fliegende Gott. Der alte Spruch, das Auge des Horus wacht, erinnert mich an moderne Satelliten, die alles überwachen. Nun, hier im Fundament des alten Tempels fand man geheime Krypten. Schmale Anlagen, gerade 1,10 Meter breit. Man muss durch ein Loch hineinkriechen. Die klassische Archäologie weiß nicht richtig, was man mit diesen unterirdischen Räumen anfangen soll. Denn rechts und links an den Wänden sind einzigartige Reliefsdarstellungen. Darstellungen, die uns heute eher an Technologie erinnern, nämlich an Darstellungen von Glühbirnen, Isolatoren, Batterien und elektrischem Licht. Ich zeige es Ihnen. Kommen Sie mit. Die unterirdische Kammer liegt an der hintersten Wand des Tempels oder, wie Sie hier im Bild sehen, zwei Stockwerke unter dem Boden drin. Die Räume da unten sind nur durch diesen engen Schacht, durch dieses enge Loch betretbar. Vergleichbar beinahe einer Hundehütte.